Die Bierbrause von Sternquell ist weiter auf Erfolgskurs. Pink Grapefruit heißt die neueste Geschmacksrichtung. Kürzlich durften die Handballerinnen und Handballer des SV 04 Plauen-Oberloser das alkoholfreie Biermischgetränk verkosten. Kurt-Helbig-Sporthalle Plauen. Das Training der Handballerinnen des SV 04 Plauen-Oberloser ist im vollen Gange. In einer Ecke stapeln Mitarbeiter der Sternquell-Brauerei Kisten, stellen Liegestühle und Plakatwände auf. Die Brauerei ist langjähriger Sponsor des Vereins. Aber was genau passiert nun hier in der Halle? Wir als Sternquell-Brauerei stellen unsere neue Sorte Bierbrause vor, und zwar Bierbrause Pink Grapefruit. Das ist unsere dritte Sorte, denn seit 2012 haben wir die Bierbrause eingeführt mit dem Zitro-Geschmack. Danach kam 2014 Granatapfel, und aufgrund dessen, dass wir mittlerweile so eine gute Nachfrage nach Bierbrause haben, haben wir gedacht, jetzt machen wir noch eine neue Sorte, und das stellen wir heute vor hier. Die Aktion gerade hier zu starten war naheliegend. Wir haben uns einfach gedacht, die Bierbrause Pink Grapefruit ist ein toller Durstlöscher. Und was passt besser zusammen als Sport und ein alkoholfreies Getränk, was man dann nach dem Sport ja zum Durstlöschen einfach gut trinken kann. Das Training der Damen war zu Ende. Die Herren rückten ebenfalls in die Halle ein. Nun wurde es spannend. Wir werden jetzt einfach mal die ersten Flaschen hier den Handballerinnen und den Handballern vom SV Oberloser überreichen. Und da sind wir schon mal sehr gespannt, wie es denn den Sportlern heute schmecken wird. Das Resultat war eindeutig, und im Gegensatz zu den Fotos, die an diesem Abend natürlich gestellt werden mussten, die Antworten in die Kamera kamen absolut spontan. Fantastisch lecker, schmeckt richtig gut, ja? Ja, köstlich. Und nicht nur die Damen waren begeistert. Nee, schmeckt gut. Ich trinke das ja gerne. Da kann immer auch Rest drin sein. Trinkst du auch zu Hause oder heute hier? Ja, das trinke ich auch zu Hause. Die Erfolgsgeschichte der Bierbrause geht weiter. Zum Wohl. Zum Wohl. Für Produktmanager Thomas Münzer ist das absolut logisch, denn die Menschen ernähren sich einfach bewusster, und da spielt natürlich auch das Getränk mittlerweile eine große Rolle. Und ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk, trotzdem haben wir alkoholfreies Bier mit drin. Und diese Kombination, sag ich mal, Limonade mit alkoholfreiem Bier ist, denke ich, eine ganz tolle Geschichte. Ja, deswegen ist der Erfolg der Bierbrause, haben wir seit, ja, mittlerweile seit 5 Jahren. Sehr gut. Schönes Sommergetränk. Es gibt aber auch Ausnahmen. Die Geschmäcker sind halt doch verschieden. Thomas Münzer bekam an diesem Abend gleich 2 Angebote von der Vereinsleitung. Ich gebe dir auch einen aus. Wir haben ein ordentliches Bier hier. Ja, echt? Klar. Thomas Münzer war am Überlegen. Bei dem zweiten Angebot, einem Aufnahmeantrag vom SV 04 Plauen-Oberloser, musste er das nicht. Das ist jetzt der Aufnahmeantrag vom SV 04 Plauen-Oberloser. Wir sind ja, Sternquell ist ja jahrelang Sponsor vom SV 04 Oberloser. Ich bin jetzt noch kein Mitglied, aber ja. Das ist nicht ehrenhalber, Sie müssen dann schon mitspielen. Nein, mitspielen natürlich nicht. Ich bin da nur Mitglied. Ich bin auch öfters hier in der Halle, weil die Stimmung ist ja einfach super beim SV Oberloser. Und ja, ich bin gerne hier, weil der Verein einfach eine tolle Führung hat. Ist erfolgreich, und ja. Fazit: ein gelungener Abend für den Verein und den Sponsor.